Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute geht es um das geheimnisvolle Thema Aliasing. Wir schauen uns an, was passiert, wenn man nicht oft genug abtastet. Und dazu machen wir erstmal ganz empirisch, nehmen wir eine Sinusform und tasten erstmal ab. Wir fangen an mit einer Signalfrequenz von 10 Hertz und wir tasten hier jetzt immer ab mit 1000 Hertz. Wir sehen die Folge. Repräsentiert jetzt rein optisch offensichtlich unsere ursprüngliches Signal ziemlich gut. Das sieht bei 50 Hertz noch nicht viel anders aus. Auch hier kann man aus den schwarzen Punkten, den Abtastpunkten, immer noch sehr gut erkennen, wie unsere ursprüngliche Form ausgesehen haben mag. Bei 470 Hertz schon etwas schwieriger. Da braucht man schon sehr viel Fantasie, um aus den schwarzen Punkten die ursprüngliche rote Form herauslesen zu können. Und wenn wir jetzt zu 950 Hertz gehen, dann würde ich, wenn ich jetzt nur die schwarzen Punkte sehen würde, hier meine 50 Hertz erkennen. Und wenn ich das jetzt probiere zu rekonstruieren, also auf irgendeine Form filtere und wieder in analogen Bereich zurückbringe, dann würde ich vermutlich bei 50 Hertz landen. Und das nennen wir Aliasing. Das heißt, ich taste ab und bekomme eine andere Frequenz, ein anderes Signal raus, als das, was ich ursprünglich abgetastet habe. Um jetzt wirklich sicher zu gehen, was da passiert, müssen wir uns das Ganze mit harter Mathematik anschauen. Zwar definieren wir jetzt eine Signalfrequenz, die wir zusammensetzen aus einem Term KFS, also K mal unsere Abtastfrequenz, und einer Frequenz, die wir f-Alias nennen. Und diese Frequenz f-Alias, die soll im Bereich minus fs halbe und plus fs halbe liegen. Das heißt, wir wählen diesen Faktor k immer so, dass wir da k mal die Abtastfrequenz abziehen können und noch so ein Restterm f-Alias in unserem Basisband übrig bleibt. Und diese kosinusförmige, also dieses Kosinussignal mit dieser Frequenz tasten wir jetzt ab mit fs. Und stellen das Ganze als komplexen Drehzeiger dar. Das heißt, unsere Kosinusfrequenz hier wird im ersten Schritt jetzt als Realteil von so einem Drehzeiger dargestellt. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär. Und in einem zweiten Schritt ersetzen wir jetzt diese Signalfrequenz durch diese Definition hier oben. Und dann kommt eine kleine Nebenrechnung. Wir spalten nämlich jetzt diesen Exponenten hier oben, spalten wir auf in zwei Produkte. Einmal diesen Term hier hinten, e hoch j 2 pi kn. Und das kommt aus dem mal dem hier, dem Produkt. Wenn man dann noch weiß, dass fs mal ts gleich 1 ist, dann bleibt genau e hoch j 2 pi kn übrig. Und das haben wir deshalb ausgeklammert, weil e hoch j 2 pi mal irgendwas Ganzzahliges immer 1 ist. Das heißt, den Teil können wir einfach komplett weglassen. Dann bleibt halt noch der ganze Rest übrig. Also unsere k mal fs ist jetzt rausgefallen. Es bleibt nur noch unser Term f-Alias hier übrig und unsere ursprüngliche Phasenverschiebung. Das ist genau das, was hier jetzt übrig bleibt und das ist genau das, was hier steht. Und letzten Endes sind wir an physikalischen Interpretationen interessiert an physikalischen Frequenzen und deshalb schreiben wir das Ganze jetzt wieder als Kosinusfunktion. So, und das heißt jetzt, wenn ich das interpretiere, dass das, was hier übrig bleibt, mein f-Alias, das, was ich quasi jetzt nach dem Abtasten sehe, das ist meine ursprüngliche Frequenz minus k mal fs. Das kann ich mir ganz leicht vorstellen, wenn ich meine Signalfrequenz jetzt von 0 ansteigend lasse, immer größer werden werde, dann wird durch diese Subtraktion mit dem KFS bleibt immer wieder der Anteil f-Alias übrig davon. Das ist letzten Endes nochmal ein Beweis dafür, dass wir periodische Spektren vorliegen haben. Jetzt gucken wir uns noch an, was mit der Phase passiert. Weil die Kosinusfunktion ist ja eine gerade Funktion. Das heißt, der ist das egal, ob hier im Argument was Negatives steht oder nicht. Und wir wollen eigentlich immer eine positive Frequenz für unser f-Alias haben.
wenn man von physikalischen Frequenzen redet, nutzt man ungern jetzt negative Frequenzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Betrag von F-Alias schreibe, dann muss ich aber aufpassen bei meinem kompletten Argument, was mit dem Phi 0 passiert. Und falls mein F-Alias kleiner als 0 ist, dann dreht die Phase das Vorzeichen herum bei dieser Betragsbildung. Wenn das nicht ganz klar ist, probieren Sie es aber für ein Beispiel mal aus. Und weil das jetzt relativ mathematisch war, gucken wir uns das Ganze an einem Plot mal an. Wir starten mit Abtastfrequenz 8 kHz und einer Signalfrequenz von, ich schreibe es hier ungefähr 1 kHz, weil ich habe hier eine Komponente bei 1 kHz und eine, die jetzt vielleicht bei, weiß ich nicht, 1,3, 1,5 kHz liegt. Und da wir reellwertige Signale haben, gehört natürlich hier zu unserem positiven Spektrum auch immer das passende symmetrische negative Spektrum dazu. Jetzt müssen wir einen neuen Begriff einführen, und zwar die sogenannte Nyquist-Zone. Damit ist gemeint ein Frequenzband der Breite zweimal FS halbe, sprich positives Frequenzband und das dazugehörige negative Frequenzband, weil wir, wie gesagt, uns nur mit reellwertigen Signalen beschäftigen. Die zweite Nyquist-Zone wäre jetzt die hier und das Band zusammengenommen, die dritte wäre das und so weiter. Kann man sich leicht vorstellen, dass das bei hohen Frequenzen natürlich immer weitergeht. Jetzt gucken wir uns eine Frequenz 9 kHz an. Die sitzt jetzt hier in der dritten Nyquist-Zone. Und wir hatten ja in der Formel gerade gesehen, dass wir eine Alias-Frequenz rausbekommen, indem wir einen passenden Term k mal fs davon abziehen. Das heißt, wenn wir es abtasten, diese Frequenz hier, dann bekommen wir in der zeitdiskreten Ebene eine Signalfrequenz heraus, die irgendwo in diesem Bereich minus FS halbe bis plus FS halbe liegen muss. Und wie man das K jetzt wählen muss, das kann man entweder ausrechnen oder ausprobieren. Wichtig dabei ist, dass das K, was wir herausbekommen, oder was wir hier benötigen dafür, dass das nicht die Nyquist-Zone ist, sondern das ist sozusagen, wie oft muss ich FS abziehen, bevor ich in meinem Basisband lande. Das ist jetzt hier offensichtlich 1, weil wenn ich von den 9 kHz 8 kHz abziehe, dann lande ich genau im Basisband und zwar in der positiven Hälfte. Und wenn ich jetzt diese Formel ganz allgemein verwenden will, dann müsste ich jetzt meinem Basisband der positiven und der negativen Hälfte k gleich 0 verpassen, weil da muss ich 0 mal fs abziehen, damit ich im Basisband lande. Das ist, glaube ich, klar. Jetzt kommt ein bisschen schwierigeres Beispiel, und zwar, wenn wir jetzt die Frequenz 7 kHz nehmen, damit bin ich in der zweiten Nyquist-Zone. Und wenn ich da jetzt passende Anzahl von FS abziehe, um in mein Basisband zu kommen, dann brauche ich auch hier k gleich 1. Aber Unterschied zu dem Fall bei 9 kHz lande ich jetzt in der negativen Hälfte meines Basisbands. Und jetzt hatte ich ja gesagt, das will ich nicht. Ich möchte eigentlich immer nur mit positiven Frequenzen mich beschäftigen. Das heißt, ich bilde quasi den Betrag und dann landen meine Frequenzlinien in der positiven Hälfte des Basisbands. Da muss man jetzt bei beachten, dass ich habe jetzt hier nicht nur eine Frequenz eingemalt, sondern zwei, dass sich dann die Reihenfolge dieser Linien umkehrt und die Phase in der positiven Hälfte meines Basisbands, die ist jetzt auch die negative Phase von dem, was ich ursprünglich hatte. Das heißt, da muss man, wenn man jetzt aus höheren Nyquist-Zonen zurückfaltet, muss man mal ein bisschen aufpassen, was mit der Anordnung meiner Spektralkomponenten und der Phase passiert. Gucken wir uns
nochmal ein Beispiel von Aliasing an. Und zwar habe ich jetzt hier drei Continuous-Time-Signale gewählt: 500 Hertz, 1000 Hertz, 2500 Hertz mit ein bisschen unterschiedlichen Phasen. Und alle drei Signale taste ich ab mit 1500 Hertz. Und alle drei Signale, deshalb habe ich das so seltsam gewählt, ergeben mir die gleichen Abtastpunkte. So die Frequenz, das Signal mit 500 Hertz, das ist schon in der ersten Nyquist-Zone. Das heißt, da ändert sich nichts dran. Da entsprechen jetzt die schwarzen Punkte wirklich direkt unser 500-Hertz-Signal. Das Signal mit der Frequenz 1000 Hertz ist in der zweiten Nyquist-Zone. Das heißt, das schiebe ich jetzt zurück, erst wieder in die negative Hälfte von der ersten Nyquist-Zone und dann falte ich es nochmal rüber oder bilde den Betrag davon, lande dann in der positiven Hälfte meines Basisbands. Das heißt, die Phase ist jetzt anstatt 0,25 Pi ist minus 0,25 Pi. Umgekehrt meine ich. Das war ja unsere ursprüngliche Frequenz und Phase. Das minus 0,25 Pi wird jetzt in der positiven Hälfte meines Basisbands plus 0,25 Pi. Mache ich das Ganze mit 2500 Hertz, bin ich in der vierten Nyquist-Zone. Ich muss jetzt zweimal Fs davon abziehen. Also 2500 Hertz minus 3000 Hertz, bin ich bei minus 500 Hertz. Auch das, davon bilde ich wieder den Betrag und lande in der positiven Hälfte. Doch dann muss ich diese Phase von minus 0,25 Pi auch negativ nehmen und komme jetzt dann auch zu der Frequenz 500 Hertz und 0,25, der Phase 0,25 Pi nach dem Abtasten. Das Nyquist-Kriterium besagt, dass ich bei Frequenzkomponenten, die kleiner als fs halbe sind, dass da kein Aliasing auftritt. Das heißt, da bleibe ich in meiner Basisbandzone, in der ersten Nyquist-Zone. Aber was ist mit dem Fall fs halbe? Das wird vom Nyquist-Kriterium ausgeschlossen. Das heißt, das führt zu Aliasing. Aber warum ist das so? Dafür gucken wir uns drei Signale an, die die gleiche Frequenz haben, nämlich genau fs halbe, 1000 Hertz, bei der Abtastfrequenz 2000 Hertz. Und die habe ich mit ein bisschen unterschiedlichen Phasen versehen und unterschiedlichen Amplituden. Ich habe es wieder so gewählt, dass die mir genau die gleiche Abtastsequenz liefern. Und da sieht man, dass es auch eine Form von Aliasing ist, weil da verändert sich relativ willkürlich jetzt meine Amplitude zu meiner Spektralkomponente abhängig von der Phase, die ich habe. Und das möchte ich beim Abtasten natürlich nicht haben. Ich möchte ja eindeutige Ergebnisse haben. Ich kann jetzt auch den Extremfall, einen trivialen Fall konstruieren, wenn ich meine Abtastung so unglücklich wähle, dass ich immer genau im Nulldurchgang abtaste. Dann sehe ich von meinen Spektralkomponenten hier gar nichts. Das heißt, dann bekomme ich eine Nullsequenz. Daher muss man auf jeden Fall unter fs halbe bleiben, sonst bekommt man bei der Abtastung irgendwas raus, was nur von der Phase abhängt. Wir haben gesehen, dass Spektralanteile außerhalb von unserem Basisband beim Abtasten zurückgefaltet werden in das Basisband. Das haben wir Aliasing genannt und das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, weil wir ansonsten sehr starke Verzerrungen und fremde Wir haben gesehen, dass Spektralanteile oberhalb von der halben Abtastfrequenz beim Abtasten ins Basisband zurückgefaltet werden. Das haben wir Aliasing genannt und das ist etwas, was wir in der Praxis unbedingt vermeiden wollen, weil sich das als Verzerrung bemerkbar macht, als in der Bildverarbeitung, als zusätzliche Linien, als zusätzliches Raster. Ist generell sehr unschön. Und um diesen Effekt zu vermeiden, müssen wir die Bandbreite unseres Signals schon vor der Abtastung auf eine Bandbreite kleiner als die halbe Abtastfrequenz begrenzen. Wenn wir erstmal mit einer zu geringen Frequenz abgetastet haben, dann kann man die Aliasing-Komponenten normalerweise nicht mehr trennen von den gewünschten Signalkomponenten. Das heißt,
Wir brauchen ein analoges Anti-Aliasing-Filter, weil wir vor dem Abtasten im analogen Bereich sind. Und dann können wir uns anschauen, was wir brauchen. Wir haben eine gewisse gewisses Durchlassband, das müssen wir festlegen, und ein gewisses Sperrband, was wir festlegen müssen für unseren Filterentwurf. Und wir sollten darauf achten, dass dieser Übergangsbereich möglichst breit ist. Wenn der nämlich möglichst breit ist, dann können wir einen entspannten Filterentwurf erzielen. Und entspannt heißt, wir benötigen nur eine geringe Filterordnung. Das heißt, wir machen die Eckfrequenz des Durchlassbands möglichst niedrig, so dass gerade noch unser Nutzsignal durchpasst. Das heißt, das wäre jetzt das erste Designkriterium. Wir wählen normalerweise die Eckfrequenz des Durchlassbandes ungefähr gleich unserer Nutzbandbreite. Dann sollten wir die Eckfrequenz des Sperrbands möglichst hoch wählen. Und ja, höher als FS halbe dürfen wir es normalerweise nicht wählen, weil ansonsten halt Aliasing auftritt. Das heißt, das ist eigentlich ganz klare Designvorgabe. Eckfrequenz des Sperrbands FS halbe, Eckfrequenz des Durchlassbands gleich der Nutzfrequenz. Wenn Sie jetzt bei bestimmten Anwendungsfällen Ihr Anti-Aliasing-Filter dimensionieren und dann feststellen, dass Sie einen Filter brauchen, 8er, 10er Ordnung, dann wissen Sie, dass Sie ernsthafte Schwierigkeiten haben. Analoge Filter lassen sich mit hohen Ordnungen nämlich nur sehr schwer realisieren, weil Sie dafür analoge Komponenten brauchen, die sehr eng toleriert sind und die auch sehr stabil sein müssen über Temperatur und über Alterungseffekte. Und das ist sehr unschön. Da denkt man schon mal drüber nach, ob es nicht Möglichkeiten gibt, das Ganze billiger, digitaler, robuster zu machen. Und die gute Nachricht ist, ja, das gibt's. Sie können einen entspannteren Entwurf erzielen, wenn Sie gestatten, dass Aliasing in den Übergangsbereich stattfindet. Nicht in Ihr Nutzband, aber in den Übergangsbereich. Und wenn ich das haben will, dann kann ich die Eckfrequenz meines Sperrbandes jetzt nicht mehr bis FS halbe, sondern noch ein bisschen höher legen, nämlich bei FS minus FdB. So, und jetzt, wenn ich das so wähle, dann werden natürlich die Komponenten oberhalb von FS halbe werden hier rüber gefaltet zurück in mein Basisband. Das ist aber nicht schlimm, solange ich hier in diesem Bereich bleibe, in dem Übergangsbereich. Und genau da kommt diese Bedingung her, aus dieser Symmetrie. Und ich habe jetzt hier, das, was ich hier rot gestrichelt eingemalt habe, ist die Filtercharakteristik, die ich jetzt einfach einmal gefaltet habe. Dann kann man nämlich ganz gut erkennen, was hier in diesem Übergangsbereich genau passiert. Diesen Teil hier, da muss ich natürlich jetzt im Digitalen noch ein steilbandiges digitales Filter drüber laufen lassen. Aber das ist deutlich unkomplizierter, als ein sehr steilbandiges, analoges Anti-Aliasing-Filter davor zu werfen. Und wenn man erstmal ein bisschen Blut geleckt hat, dann kann man sich überlegen, vielleicht geht ja noch was, vielleicht kann ich ja so einen richtig tief entspannten Filterentwurf hinbekommen. Und auch das ist möglich, wenn Sie jetzt sogar gestatten, dass ein bisschen Aliasing ins Nutzband reinfällt. Da muss man jetzt schon gut aufpassen, dass man jetzt keinen großen Schaden anrichtet. Aber in der Praxis haben Sie eh immer nur einen gewissen begrenzten Dynamikbereich. Ihr Analog-Digital-Wandler rauscht, Sie haben nur eine gewisse Wortlänge im Digitalen zur Verfügung, vielleicht ist Ihr ursprüngliches Signal auch schon nicht so ganz toll. Das heißt, in der Praxis haben Sie 60, 80, wenn es mal hochkommt, 100 dB Dynamik. Und wenn Ihr Aliasing so gering ist, dass Sie in diesem Rauschen bleiben, dann fällt das überhaupt keinem auf. Und dann können Sie die Eckfrequenz noch ein bisschen weiter rausrücken. Und vielleicht schaffen Sie auf die Art dann ja die Filterordnung noch um 1 oder 2 zu reduzieren von Ihrem analogen Filter. Und wenn Ihnen das jetzt immer noch nicht genug ist, dann muss ich jetzt noch auf den nächsten Abschnitt vertrösten, weil im nächsten Abschnitt zeige ich Ihnen, wie man richtig, richtig entspannte Anti-Alias-Filter entwerfen kann. Danke fürs Zuhören und bis gleich.